Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage und seid wieder in die neue Woche voller Elan gestartet. Ich habe heute auf jeden Fall für euch ein Unboxing und zwar habe ich mir die M. Asam oder Asam Beauty Wundertüte bestellt, ganze zweimal. Und ich glaube, da sind unterschiedliche Sachen drin, denn es fühlt sich doch ein bisschen anders an. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zuallererst habe ich jetzt zweimal diese wundervollen Jutebeutel, die sind nämlich echt klasse, verwende ich gerne für Hauspost, also wenn ich hier oben so Sachen habe, die ich runterpacke oder Sachen von unten, die hochkommen und so, die sind ständig hier im Einsatz, das ist echt Wahnsinn und ich habe die für 34,99 Euro minus 20% jeweils bekommen. Also minus jeweils 7,50 Euro, weil ich habe von einer wundervollen Followerin die Info mitten in der Nacht bekommen oder keine Ahnung, kurz vor 12 oder so, dass die Asam Beauty Wundertüten wieder verfügbar sind. Habe euch das hier gepostet, habe euch das auf Instagram gepostet und viele von euch haben auch, glaube ich, zugeschlagen. Und da gab es auch, wie gesagt, den 20% Code, habe ich euch alles mitgeteilt und ich bin einfach mal gespannt. Wir haben in den Asam Beauty Wundertüten immer 5 Produkte drin enthalten, ungefähr. Ich glaube, vielleicht auch mal mehr, aber meistens sind es 5. Vor allem aus dem Pflegebereich. Und ja, ich bin jetzt einfach mal gespannt, was hier drin ist. Ob sich das Ganze lohnt, rechne ich euch natürlich auch aus. Und wie gesagt, als erstes dieser Jutebeutel finde ich großartig. Wir hatten das auch mal zeitweise, dass es in so einer Tasche drin war. Ich finde den Jutebeutel besser. Okay, also ich greife als erstes rein und habe hier Oschi drin. Lovely Chai Körpercreme, 500 Milliliter. Das ist ja mal der Wahnsinn überhaupt. Ich weiß nicht, ob ich den Duft mag. Chai ist nicht meine Duftrichtung. Generell? Ich glaube nicht. Es hat ein bisschen auch was von Brausepulver, wenn ich das richtig rieche. Ich glaube, das ist nicht unbedingt meine Duftrichtung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich muss mal gucken. Chai-Vanille-Duft. Also Vanille, ja, bin ich vollkommen fein, mag ich gerne. Aber ich mag auch nicht so gerne Chai-Tee oder diese Chai-Latte-Gedönsen-Geschichten. Wenn die damals, als ich in der Ausbildung war, meine Ausbilderin sich damals gemacht hat, war das immer so, puh, mochte ich nicht so gerne. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Riecht das wie so ein typischer Chai-Tee? Müssen wir mal gucken. 500 Milliliter sind 500 Milliliter. Das ist echt ein Bottich. Und die Bodycare von Asam Beauty mag ich auch gerne leiden. Als nächstes habe ich hier eine Maske drin. Die habe ich auch aktuell in Anwendung. Hatte ich, ich glaube, von Anja im Adventskalender. Also ich packe ja jetzt, das Video filme ich am 23.12. Ne? Ich packe meine Adventskalender ja täglich aus und zeige euch das auf Instagram. Jetzt, wenn ihr das Video seht, ist Weihnachten vorbei. Aber ihr findet die Posts ja natürlich noch auf Instagram. Da war auf jeden Fall die Kollagen Neck and Décolleté Skin Tightening Maske auch mal mit drin. 2x5 ml. Und ja, da habe ich ein Sachet jetzt vor ein paar Tagen mal verwendet. Das nächste werde ich wahrscheinlich heute Abend oder morgen früh anwenden. Ne? Ist eine schöne Crememaske und ich finde, die macht auch schon ein Stück weit was mit der Haut. Theoretisch kann man sich das auch ganz dünn auftragen, wie eine Creme halt. Ne? Aber ich würde es halt eher wirklich als Abwaschmaske nehmen. Also ich glaube, es steht sogar drauf, dass du dann das, also mit einem Watte, oder Quatsch, mit einem Wattepad, nein, mit einem Kosmetiktuch sollst du es abnehmen und den Rest einmassieren. Bin ich nicht so Fan von, das krümelt bei mir halt leider sehr häufig. Also ich mache das dann quasi mit einem Waschi, dass ich mir das abnehme. Aber na, ist hier mit drin enthalten. Dann habe ich hier tatsächlich ein Parfum drin. Day in Paradise, das Eau de Parfum mit 100 Millilitern. Da muss ich mir wahrscheinlich nochmal so ein bisschen die Duftrichtung durchlesen. Denn, also, die Parfums von M. Asam sind teilweise richtig, richtig gut. Halten jetzt nicht Ewigkeiten lange, wobei ich jetzt letztens dieses, hatte ich auch in dem Full Face im Asam Magic Finish getragen. Magic irgendwas heißt das. Ich schiel nach da vorne, weil da hinten steht das. Das hat relativ lange angehalten. Ich habe aber auch schon andere angewendet, die relativ schnell verflogen waren. Und ja, hier steht auf jeden Fall drauf, im Asam Day in Paradise entführt seine Trägerin in eine exotische Welt am Mittelmeer. Das Eau de Parfum eröffnet mit prickelnden Noten aus edler Bergamotte und süßer Mandarine. Auf den spielerischen Anfang folgt ein sinnlich weißer Blütenakkord. Der Duft schließt mit einer raffinierten Mischung aus Moschus und hypnotisierenden Ambra-Noten ab und hinterlässt ein paradiesisches Sommergefühl auf der Haut. Ich glaube, das ist wirklich nichts für mich. Das hört sich eher zitrisch an. Ja, aber ist ja nicht schlimm, ne? Wobei jetzt mittlerweile 2 von 3 Produkten schon nicht so der Burner waren, aber hier sind noch 3 weitere drin. Okay, also das Vitamin C Shake Orange Serum mit Orangenblütenwasser.
Spendet Feuchtigkeit, revitalisiert die Haut. Ja, okay, also wir haben hier Vitamin B3, also Niacinamide und Vitamin C drin enthalten. 50 Milliliter sind hier drin und leider, leider vertrage ich die Vitamin C-Reihe von M-Asam nicht. Da hatte ich schon mal eine Creme in Anwendung und das hat echt gar nicht gut auf meiner Haut funktioniert, weil meine Haut dadurch sehr gereizt wurde. Also jedes Mal, wenn ich die aufgetragen habe, hat meine Haut gejuckt. Und es war nicht dieses Jucken von wegen, es kommen Inhaltsstoffe, die dann auf deine Haut wirken, sondern es hat unangenehm gejuckt. Und es hörte halt auch nicht auf, sodass ich mir die dann auch immer wieder runternehmen musste. Auch wenn ich echt lange versucht habe, durchzuhalten. Und ich bin wirklich nicht pingelig, ne? Ich bin nicht schmerzempfindlich oder sonst irgendwas. Oder sonst irgendwie, ne? Also ich lasse Wirkstoffe gerne wirken und lasse auch gerne das erste Wusch über mein Gesicht ergehen, aber wenn ich einfach merke, dass da irgendwas nicht richtig stimmt, dann merke ich es halt, ne? Ja, deswegen, also, leider auch nicht meins. Okay, also, oh, es sind hier noch mehr Produkte drin. Ginger Orange von Ahuhu Conditioner Bar, 50 Gramm. Also hier haben wir einen festen Conditioner drin. Ja, also feste Produkte sind ja per se gar nicht mal so verkehrt, ne? Also viele verwenden sie auch ganz gerne. Ich habe jetzt aber tatsächlich immer mehr die Erfahrung gemacht, dass feste Haarprodukte bei meinen Haaren nicht so gut funktionieren, weil meine Haare einfach mehr brauchen. Also die werden da sehr, sehr trocken durch. Also da kann auch gerne draufstehen, dass das irgendwie feuchtigkeitsspendend sein soll oder so. Aber sowohl als Shampoo als auch als Conditioner hat es bei mir bislang noch kein einziges Produkt geschafft, mich zu überzeugen. Und ich meine, dass ich den von Ahuhu sogar schon mal in Anwendung hatte. Aber ich weiß nicht, ob das der Conditioner oder das Shampoo war. Das weiß ich gerade nicht hundertprozentig. So, als nächstes habe ich hier noch ein Produkt von Ahuhu. Den werde ich sehr gerne verwenden. Den, das ist nämlich ein Produkt, das feiere ich jetzt auch. Koffein Thickening Conditioner, Kraft und Fülle mit Koffein. Da haben wir so ein riesengroßes Produkt und das ist toll, das mag ich. 200 Milliliter, ne? Und Koffein belebt und es soll dann ja auch mehr Dicke in die Haare bringen und so. Bin ich mal gespannt. Also meine Haare können immer mal wieder mehr Liebe gebrauchen. Jetzt gerade mit der trockenen Heizungsluft, jetzt gerade sind die frisch gewaschen. Das sieht edel aus, ne? Mag ich auch gerne leiden vom Glanz her. Aber mal gucken, ob der auch was bei mir macht. Aber ich meine, dass ich das schon mal in einer kleinen Form als Shampoo hatte oder als Conditioner. Ich weiß es. Aber da mochte ich den. Also den Koffein oder die Koffeinreihe von Ahuhu habe ich positiv in Erinnerung. So, und jetzt habe ich hier das letzte Produkt und das ist von M-Asam Vino Gold, ein Gesichtspeeling mit Reismilch. 50 Milliliter sind hier drin und das dürfte dann leider, leider ein, das sind Jojoba-Perlen und Traubenschrot. Also wir haben hier ein mechanisches Gesichtspeeling. Nein, also das verwende ich nicht mehr. Ich habe eine super empfindliche Haut oder eine sehr empfindliche Haut und da sind einfach mechanische Peelings nichts für mich. Also verwende ich nicht im Gesicht, weil das einfach so Mikroverletzungen macht und das der Haut bei mir persönlich einfach mehr schadet, als dass es da irgendwie was helfen würde. Ich verwende lieber im Sommer Enzympeelings und im Winter chemische Peelings. Jetzt aktuell habe ich PHA in Anwendung. Da bin ich raus. Okay, also die Asam Wundertüte war bedingt mein Fall. Ich finde die Dekolleté-Maske toll. Ich finde den Conditioner toll. Der Duft ist sehr wahrscheinlich nicht meins. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Und bei der Körpergeschichte muss ich mal gucken, ob ich den Duft mag. Da bin ich auf eure Kommentare auch sehr gespannt, ne? Der feste Conditioner, dieses Gesichtspeeling, das Vitamin C Serum und sehr wahrscheinlich auch das Parfum sind nicht ganz so meine Welt. Naja, also für mich hätte sich diese Tasche nicht gelohnt. Dann gucken wir mal, was so in meiner zweiten drin ist. Also ich habe beide gleichzeitig im Warenkorb gehabt. Manchmal sagt man ja auch, Mensch, da musst du ein bisschen Zeit zwischenlassen, dass die da auch wirklich unterschiedliche reinpacken und so. Okay, ich habe hier so ziemlich genau den gleichen Inhalt. Okay, ja, nur, warte, nee, das machen wir jetzt anders. Also ich habe hier auf jeden Fall auch die Body Cream Lovely Chai drin. Ich habe hier auch den Conditioner Ahuhu Ginger Orange drin, was natürlich weihnachtlich gesehen passt. Ich habe hier auch die Kollagen Hals- und Dekolleté-Maske mit drin. Ich habe hier auch das Gesichtspeeling Vino Gold in der Tüte mit drin enthalten. Dann habe ich auch noch das Orangenserum, das Vitamin C Serum. Und dann habe ich jetzt hier Produkte, die anders sind, zwei Stück.
Okay, also das ist dann für das Parfum habe ich hier einen Nagellack drin. Ich weiß nicht, ob das ein adäquater Ersatz ist. Also wenn man halt überlegt, dass ja zwei Menschen diese Boxen gekauft hätten, wäre das wahrscheinlich ein bisschen unfair gewesen. Ich weiß nicht, preislich liegt dieses Parfum wahrscheinlich so bei 30 € und der Nagellack bei 8, 9 €. Das ist dann natürlich schade. Die Farbe ist cool, definitiv. Studio Nail Polish in der Farbe Flirty Flamingo. Und wir haben bei Asam auch sehr häufig einfach hier so eine süße Nagelfeile mit dabei. Das ist schon hübsch. Letztes Mal hatten wir diesen gelben Nagellack. Ja, ich muss meine Nägel lackieren, die sehen schlimm aus, ne? Noch nicht dazu gekommen. Und ja, also dieses Bonbon Pink finde ich wunderschön. Und dann habe ich hier für den Conditioner, den Thickening Conditioner, noch das Keratin Rebuild Shampoo mit drin. Das finde ich großartig. Tiefenreparatur mit restrukturierendem Phytokeratin, 200 ml, also hier auch wieder eine Full Size. Und in dieser Tasche wäre das natürlich jetzt richtig genial, weil du hast hier Shampoo und Conditioner mit drin enthalten. Das heißt, an und für sich hat man da schon zwei gute Taschen und es ist absolut persönliche Präferenz, ob einem die Produkte gefallen oder ob man die Produkte verträgt. Ne? Das nur so als kleiner, weiß ich nicht, als kleines zwischenpersönliches Disclaimer-Fazit-Gedönsen. Also preislich, werttechnisch hat sich die Asam Beauty Wundertüte dieses Mal safe gelohnt. Falls ich sie noch finde, packe ich sie in die Infobox, aber ich denke, die wird recht schnell ausverkauft gewesen sein. Aber mich persönlich hat sie jetzt nicht abgeholt. Also meine persönliche Präferenz ist hier jetzt nicht gematcht worden. Aber ne, das muss ja auch nicht immer sein. Und nun, schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, wenn ihr sie auch habt, was ihr so drin hattet. Und ja, dann wäre es das hier gewesen, ne? Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.